Blumen bin auch dabei. Yo, 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 ihr Bitches! Herzlich willkommen zurück zu unserer Tuning-Special-Folge. Rockstar hat mal wieder ein geiles Update rausgehauen und zwar dürfen wir wieder ein Auto tunen. Mit am Start sind der Dan, unser Tuning-Experte, und heute auch dabei der Uwe. Jungs, ich grüße euch! Grüße! Okay, Dan, welches Auto tunen wir denn? Wie heißt denn das gute Stück? Vorrichtung. Verrät's immer nicht? Ein Tornado. Also, Teddy Twister. Gut. Da wir ja die coolste Crew der Welt sind, haben wir natürlich schon mal was vorbereitet. Und zwar, ich zeige euch jetzt erstmal, wie der Tornado aussieht im Shop und wo ihr den findet. Und dafür geht ihr natürlich auf Reisen und Transport. Dann geht ihr auf Bennys, denn es ist ein Bennys Update. Und dann schaut ihr einfach bei Fahrzeuge rein. Und in der zweiten Reihe seht ihr schon links die Classy Tornado. 30.000 Euro oder Dollar, je nachdem. Wer die hat, hat sie. Wer sie nicht hat, gibt es einen guten kleinen Tipp von Dan. Und zwar findet ihr den nämlich auch auf der Karte und könnt euch den illegal beschaffen und dann legal zu eurem Eigentum machen. Und zwar hier oben, Dan, oder? Ganz im Norden? Richtig. Wo dieses Armdrücken ist. Beim Armdrücken. Beim Armdrücken. Also hier oben, hier in diesem Bereich. Zeige ich es nochmal. Vom Dümpel. Hier, genau hier findet ihr den und da fährt er rum und da spart ihr euch 30.000 Dollar. Nur so als kleiner Tipp. Ihr könnt ihn euch natürlich auch kaufen, weil ihr habt ja Kohle wie Heu. Gut, Jungs, dann würde ich sagen, wir schwingen uns mal in unsere Karren und fahren mal zu Bennys. Jo, jo, jo. Und da sind sie auch schon. So. Oh Gott. Ich glaube, da müssen wir was machen. Also, ihr seht ja schon mal einen kleinen Vergleich. Denn seine Karre mega cool und ich, ja, eher mega oldschool. Muss man sagen, das ist ja schon getuned. Den hast du schon getuned. Den haben wir ja schon in der letzten GTA-Folge. Hör und staune. Rob und Dan, die Bolidener Crew. Könnt ihr euch nochmal reinziehen? Da seht ihr nochmal Dan seine komplette Garage. Und ich denke mal, Uwe, wir gucken heute auch mal in deine rein. Hm, klar. Weil du hast ja hier die heißesten Hipster-Karren, die es gibt. Schön, freue mich. Freue mich ehrlich. Also mal gucken, was man aus dem alten Teil hier noch rausholen kann. Ich sehe ja schon beim Dent, geht ab. Was hat dein Tuning gekostet denn? Ja, ich sehe dich noch. Was hat das jetzt? Bis jetzt weiß ich nicht, kann ich dir nicht sagen. Auf jeden Fall ist es noch nicht aus Bennys Garage. Gut, also das normale Los Santos Tuning. Ja. Okay, aber hast alles durch Motor, Bremsen, genau, Turbo so drin. Klassiker, wäre eigentlich nicht schlecht. Also zu empfehlen. Oh Gott. Wie fahrst du dagegen an? Okay. Also wenn ihr Klassikerrennen fahren wollt. Nee, ich gebe hier Vollgas. Ich gebe hier Vollgas. Und da sind wir auch schon, wenn ich Garage. Garage. So, Jungs, ich brauche euch aber hier im Auto. Ja. Denn ihr kommt ja mit rein. Aber das ist so ein Zweitürer. Ah, das ist natürlich Mist. Finde den Fehler. Den steigt mit ein. Ha? Ja. Und okay, Uwe, du bleibst mit dem Chat. Ich bleibe im Chat, jawohl. Genau, und du wartest hier draußen, du lässt dich überraschen, genau. Ich schau dir das Ergebnis an, jawohl. Okay. Oh, dann fahren wir mal rein. Alter Schwede. What you looking for? Ich muss noch ein bisschen sparen, wenn ich das hab. Ja? Na komm, du hast den letzten getunet, jetzt bin ich mal dran. Das kostet ja auch. Ja, das hat das keine Kohle mal da. Richtig. Also, wir rüsten erstmal auf. Schaut euch hier nochmal an. Sieht eigentlich auch so schon schön aus, ne? Weiterempfehlen. Ja, ich drehe schon. Ich habe schon den Drehmomentschlüssel. Die Typen da drinnen, die sind mega cool. So, aufrüsten. Und jetzt so 375.000. 375. Pam! Now we can do something with it. Mega. Naja. Find ich schon mal. Ja, ne? Hat sich doch gelohnt. Okay. Dann ich habe vorher gesehen, ja. Ja. Sehr gut. Sehr gut, ne? Viel anders Ziel, ehrlich gesagt, noch nicht aus. Aber da kommt bestimmt noch was.
Ich denke es auch. Lass uns starten. Okay, geht Bitte. los. Also, denn Frontstoßstange. Bitte starte. Ja, da hätten wir jetzt die Chrom-Zahnstoßstange. Ja, die habe ich bei mir auch schon dran, glaube ich, Uwe. Habe ich draußen eine Stoßstange dran. Muss ich mal gucken. Diese Streben hat runter zu. Ja, die so ein Chromgrill hat. Also ist die jetzt draußen dran. Okay. Ja. Dann gibt es hier die Chrom-Stangen-Stoßstange. Das sind auch die zwei einzigen, die man auswählen kann. Was sucht ihr meine aus? Ich würde sagen, wenn du die Chrom-Zahn-Stoßstange hast, nehmen wir die Chrom-Stangen-Stoßstange. Stangen-Stoßstange. Stangen-Stoßstange. So, jetzt ab. Spitzname. Ja, steht wirklich hier, ne? So, dann. Bist du hinten, oder? Heckstoßstange. Haben wir serienmäßig. Dann haben wir die De Classy. Heckstoßstange mit zum Ersatzrad. Das kannst du machen, das habe ich nicht gemacht, wenn du das Ersatzrad. Ich nehme das Ersatzrad. Nee. Ja, ich will das eigentlich nicht haben, aber das gibt's ja nur mit. Das gibt's ja echt nur mit Ersatzrad. Na gut, das findest du am besten. Ich würde sagen, das, wo Tornado draufsteht, oder? Klar, das Goldene. Oder das mit. Oder das mit der Classy, das Goldene, ne? Da, passt ja, dir. Ey. Klammerklein sind du, ja. Na danke dir. So. Okay, Stoßstangen haben wir. Jetzt Fahrgestell. Radlaufverkleidungen. Oh, jetzt haben wir viel zur Auswahl. Ja? Das ist dann ja, hinten, gut, ne? Ja, gut. Also in Primärfarbe. Verchromt. Chromdetails. Voll verchromt. Verkleidung mit du, Design. Wie sieht denn bei mir hinten der Heck? Dings aus. Ist Heck. Nee, der Radlauf, der Radkasten hinten. Der ist frei, ne? Radkasten. Ja, du Rad, so leicht geschwungen. Leicht geschwungen. Also ja, der hier. Ist mit oder ohne Chrom? Hat es da vorne noch Chrom dran? Also vorne am hinteren Radkasten vorne. So zwischen Tür und Radkasten? Ja, genau. Gut, dann hat er denn das hier. Und hier ist auch noch eine Gummiprellplatte mit verstärkter Mitnehmerflansch. Auch Radkreisen zollige Schieber genannt. So, okay. Aber ich würde sagen, wir nehmen dann das hier. Das ist auch mit Chrom-Detail, aber halt der Radlauf zu. Ja. Okay. Ist gekauft. Jetzt kommt Antennen. Okay. Antenne. Ach, hinten die zwei. Guck mal hier. Klassische Antennen. Ja. Ich habe keine Antennen, glaube ich. Habe ich Antennen? Nee. Nein. Ey, guck mal, dann wollen wir die hier nehmen, die Kugelantennen? Mach mal, was du denkst. Ja. Nee, die sehen also scheiße aus. Honiger oder Limousine? Ja, ne. Nee, ich nehme die kleinen. Okay. So, jetzt haben wir einen Zierrand. Ach, das ist hinten, guck mal. Pinkes Muster, gelbes Muster, rotes Muster, blaues Muster, blaue Welle. Da hab ich kein Muster auf dem Kotflügel, oder? Nee. Dann nehmen wir hier. Passt das zu deinem Bling Bling? Das hier, ja, das passt doch zu meinem Bling Bling, ne? Ja, klar. Ne? Sag dir, Alter, mach was du denkst. Ja, ich bin, guck mal, das ist ein kleiner. Nee, ich nehm das hier. Ja, das ist egal. Ja, frei. Ja, mich. Ne? Gut. Macht halt dann der Lack schon viel aus. Vielleicht soll ich den Lack mal am Anfang verändern, oder? Meinst du? Guck mal, jetzt haben wir einen Tank. Mhm. Kannst du so leicht unter das Auto hinten gucken? Mhm. Wo sich der Tank jetzt verändert? Und was sieht das? Ja, keine Sau. Was kosten die ganze Sache? 5000. Was kosten das? Viel Krieg. Viel Spaß. Ich hau's raus! Chromtank. So. Den schönsten Tank kaufen. Den kann man jetzt mal rumgucken. Fast schönsten. So, Motorblock. Bei Gelegenheit. Motorblock. Ja. Jetzt deine Abteilung, ne? Das ist meine Abteilung. Die ist bei mir mit Lufthutze. Tornado-Motorabdeckung? Ja, hier vorne. Gut, du kannst Uwe nicht neigen in den Motor. Nee, leider nicht. Warte mal, vielleicht kann ich aufmachen von hier draußen. Warte mal, was sind hier drin? Immer Uwe. Ich guck mal. Ach nee, ich kann hier drinnen nicht. Nee. Das ist spät. Schade. Dann Na gut, also wir hätten jetzt hier die Tornado-Motorabdeckung. Die Lack-Rippenabdeckung, Chromabdeckung, Chrom-Rippenabdeckung oder Lackabdeckung? Würde ich das nehmen? Rippenabdeckung. Mit den Chrom-Rippen würde ich nehmen, oder? Nur noch, das ist dein
Ja, du sollst mir damit helfen. Zu dir helfen? Kannst du mal sagen, du hast mal die Farbe ändern, ey. Ja? Jesus Gott. Okay. Na warte mal, den Motorinnenraum können wir ja, noch machen. Das macht echt viel mehr aus, wenn es schon mal eine andere Farbe hat. Ja. Und die kleinen Reifen, ey, das ist auch Geschmackssache. Was hältst du von dem Luftfilter hier? Was hältst du von dem Luftfilter? Bitte? Was hältst du von dem Luftfilter vorne? Luftfilter, ja. Haben wir halt hier ohne, ne? Ja, ja. Nimm mal den. Den hier. Das könnte ich ja bei mir, glaube ich, noch mal machen. Den oder den? Ich habe ja noch gar kein Bennys drin, Mensch. Nee, ne? Ich habe kein Bennys Tuning. Ich konnte noch gar nichts am Motor machen. Außer jetzt Tuning. Nimm mal den hier. So. Mhm. Okay. Mhm. Gut, dann kümmern wir uns, würde ich sagen, jetzt erstmal um Lack, ne? Ja, mach mal Lack. Ja. Lack und Leder. Du kannst da hinten deinen Streifen ganz anders. Den Bremsstreifen hinten. So, was nehmen wir denn? Chrome, klassisch, Crew, Matt, Metallic. Metallic, oder? Klar, mach wie du denkst. Ich hab Perle. Perfekt. Na, den können wir ja dann noch mit reinhauen hier. Warte mal, sieht das hinten aus? So goldschwarz, ne? Du musst erstmal die Grundfrage überlegen, was du haben willst. Wenn du perfekt machst. Ich wollte schon ein bisschen klassisch halten, aber halt auch ein bisschen cool, weißt du? Mach doch Gold und Silber. Nee. Bronze. Oder sowas. Stahl und Kupfer. Das sieht ja auch wieder aus wie so eine übelste Bronzenkutsche hier. Mach einfach matt. Machen matt, sieht viel geiler aus. Matt? Matt, schwarz. Matt, schwarz. Gott. Erledigt. Nee, mach was du denkst, Robert, ey, das ist dein Geschmack hier. Komm. Hab ich das gemacht? Matt, schwarz. Ja, ja. So, Akzentfarbe drinnen, das ist jetzt drinnen, ne? Mhm. Jetzt Graphit. Du kannst dich ja immer reinsetzen. Hab da überhaupt nichts sehen. Nicht viel. Meinst du? Graues Silber, dunkler Stahl. Ich siehst du ja so an der Tür hier, ne, die Verkleidung. Bei mir ist ja noch nichts getunt drin. Ja. Hältst du von Rot? Hm, stimmt. Ja, was du davon hältst. Oh. Ja, Rot-Schwarz optimal. Zuschauer kannst du keinen fragen, ist keiner da, oder? Ne, leider gerade keiner da. Uwe, guck doch mal von draußen zu. Mach doch mal den Zuschauer, Uwe. Wie soll ich denn machen? So. Naja, einfach so. Die Übertragung angucken. Ach so, warte, mach ich. Mich aber, mach ich gleich vom Handy aus. Ja, genau. Dann kannst du nämlich an R, ne? Dann ich bin on air, ja, ich bin on air. Ach, das ist ja eine richtig geile Idee. Das hätte man eigentlich auch eher machen können. Stimmt. Ah. Absturz. So, ja. Aber da können wir jetzt mal die Leute fragen, die sich jetzt gerade die Folge auf YouTube angucken. Was hättet ihr genommen? Hallo, wen haben wir denn da? Wie hättet ihr das Auto getuned? Ihr seht ja alles. Morgen? Was? Warte mal, ja, morgen. Das lädt gerade nicht. Der ist nicht da, der guckt Bayern. Ja. Leider. Nur Jeans in der Brille. Auch Jeansfarben. Jeans gibt's leider nicht. Hellblau. Bei mir lädt's leider. So blaues Silber ist das jetzt hier. Was lädt's leider? Lädt's leider. Das lädt bei mir. Lädt. Es wird irgendwie nichts. Wir sind hier in Denver, cool zum Beat mitgrooved. Nee, ich brauch's mal hier umstellen. Also, ich mache jetzt hier blaues Silber, das gefällt mir am besten. Kann ich wieder mal den Sender umstellen? Wie Betrug ist das? So, ich muss mich mal kurz ausklinken, ich muss mal kurz. Jo! Okay, ich geh mal dabei. Ja? Sehr geil, dann siehst du ihn jetzt mal, Uwe. Wie er mitgeht, jawohl. Na? Der Denzel. Denzel Washington. Ja, ich kann hier zugucken. Ich hab das blaue Silber genommen, ne? Ja, ich sehe, okay. Sieht nicht schlecht aus. Ist okay? Ne? So, und beim Dach hätten wir dann halt so wie so mit Leopardenmuster, Tigermuster, Zebramuster, Krokodil, Tarnmuster. Tarnmuster ist natürlich auch geil, ne? Schneetarn. Zeig mal, warte mal. Es ist ein bisschen verzögert bei mir. Okay. Oder geht's überhaupt? Jetzt geht's gar nicht mehr.
Das wird die Kann man die Farbe noch verändern, meine Thomas? Ja, das schön Akzent setzen. Ja, und die Farbe hätten wir. Ja, ich glaube, die kannst du später noch ändern, dachte ich. Echt? Das erstmal nehmen. Tonmuster ist natürlich stylisch, ne? Ja, hast du zwei Farben beim Lack? Hast du eine sekundäre? Ja, primär und sekundär. Alles klar. Hätten wir es doch geklärt. Ja, sieht edel aus, ne? Ja, ich nehme das Tonmuster. Richtig. Passt da hinten dein Muster noch dazu, dein Design hinten drauf? Ja. Innen drin. So, warte, wir haben jetzt Heck, Kofferraum, Lautsprecher. Und Dieter Thomas oder in. Yo! Slate leider. Also, wir hätten hier eine Lautsprecherbox. Box. Dann rechteckige Lautsprecher. Oder runde Lautsprecher. Die hier. Ja, die runden, ne? Oh, ist ja mein runden. Geschmack. Das ja, ich täte die auch nehmen, ich bin auch dafür. Weil die andere Farbe mit drin ist. Ja. Warte mal noch, was der Uwe sagt. Wie die bleibt gespeichert? Ich will mal. Ja, du. Ja. Wie die runden. Ich nehme mal die runden, weil die ist echt mit der zweiten Farbe, sieht schon cool aus. Ja. Genau. Mein Red. So, haben wir einen Turbo noch mit rein, alles Geld rauskloppen, was wir haben hier. So, Reifen. Felgentyp. Nein. Du hast die schon ziehen, Freddy. Ja, ne, von Benny, ne? Guck mal, wir hätten noch die. Ich kann mir das kurz sehen. Willst du solche kleinen Felgen? Musst du nee, eigentlich nicht. Spaß, nee, nein. Kannst du jetzt kotzen. Aber es gibt oder irgendwie keine gut, größeren. Den, gibt keine größeren, ja, das ist wegen den Logo. Hier? Also schon ein bisschen. Ja. Putzig. Ja, ist schon putzig, ne? Putzig. Sie sehen recht putzig aus. Ja. Was sucht der Maschine aus? Hier die. Die kommt gerade eben. Die? Oh hier. Mit, ja. Oh Gott. So richtig schön scheiße. Ja, so richtig schön kacke, ne? Oh Mann, ey. Jutzi. Alter Schwede. Geht ja gar nicht. Ja, Dollars. Ja, ich wäre immer noch. Ja, mit Tarnmuster auf dem Dach, aber Dollarfelgen. Nee, das geht nicht. Ja. Was haben wir noch? Rock and Dance, Tuning the Van. So, hätten wir noch Muscle Car Felgen. Gucken wir die nochmal durch. Mhm, die sind ja alle so klar. Ja, oh, die müssen eigentlich dann auf Muscle Car Felgen, sind da. Mit Speichen müssen dann auf eigentlich. Ja. Mit so einem feinen Speichen. Okay, schauen wir mal. Jetzt schon hat's. Die hier, ne? Hier sowas. Hier ja. Zum Beispiel. Dann nehmen wir die. Ist halt, die passen schon. Ja. Sind zwar klein und spuckig, aber. Reicht. Die hier, guck mal. Nur wie du denkst, Robert. Ja. Scheißegal, ja. Joch. Morgen Uwe. Felgenfarbe. Mhm. Sieht man jetzt hier schlecht. Felgenfarbe gibt's auch noch. Eigentlich gelb dann wegen hinten dem Muster, ne, oder? Oh, gelb, ja. Gelb, ne, also orange. Ja, so gold eher. Gold, orange, ne? Rot-gold. So hier? Gold. Es gibt da Bronze, ja. Glaube ich. Guck mal so. Das ist ein bisschen. Ja, wegen der hinteren Farbe. Ne? Nur genau. Ein bisschen heller, vielleicht sogar noch. Bisschen heller? So? Na, ist wieder zu hell. Zu hell. Ist das orange? Nee. Ja, das hier ist gelb, das ist Renngelb und das ist jetzt irgendwie grün-gelb. Und orange? Guck mal, ob du sowas wie orange hast, oder? Bronze gibt's hier. Das wäre das hier. Bronze, ja. Das wäre das. Ja, wäre fällig. Aber, wie du denkst, schlecht jetzt nicht aus. Nein, das sieht eigentlich gut aus. Warte noch, bis beim Uwe dann ist. Uwe Bronze. Ja. Ja? Wenn du das R wegnimmst, heißt Bronze. Richtig, Bronze, okay. So, ja. Reifenmuster. Weiße Linien. Klassische Weißband.
Machst ja. du, kannst du bitte Silber vielleicht einordnen? Ich hätte hier die Atomic-Reifen hier. Hm, ja, das sieht auch nicht aus. Besser als mit dem Weiß hier, oder? Die hier mit dem dünnen Weiß? Ja, die mit dem dünnen Weißen, ja. Ja, die passen mir noch besser, oder? Ne? Wegen, was sagst du? Na, wegen dem Dach. Warte mal, ist verzögert bitte bei mir. Hm. Ja, ich wäre auch für die. Hm. Also für die dicken oder für die dünnen? Für die dünnen, ja. Dünnen Weißen. Die dünnen Weißen. Ja, nehmen. Genau, nimm die dünnen hier. Ja. Ja. Passt zu dir. bitte dezent gehalten. Ja. So, Reifenquallen ist eigentlich scheißegal, ne? Dezenter Geruch? Oder? Ja, ja. Hast du einen Geruch auswählen? Moschus. So, das sind ganz schön Asphaltspalter, was du drauf hast. War es mir komplett dunkel denn? Was denn? Ja, ne, freilich. Ja, oder? Ne? Und denkst du, dass du das Gesicht selber rot sehen? Ja, scheiße, wenn man vorne reinguckt, ne? Die sind eigentlich so hässlich, eigentlich muss es dunkel machen, oder? Ja, ich wollte ja, ich habe ja überlegt. Wir gucken noch mal hier. Sitzen sie drin, ey. Komm mal den Bord rein. Kannst du einen Kostlingsticker auf die Scheibe machen? Und vor allem verschiedene Frisuren. Cool. Okay, schnell wieder wechseln. Ja, weiß nicht. So. Okay, nee, kann ich nicht zu lange hinkommen, lache ich mich kaputt. Wo war man gewesen eigentlich? Motor hat man fertig, Auspuff jetzt, ne? Doppelter Schrotflintenauspuff. Das klingt doch nice. Was? Doppelter Schrotflintenauspuff. Auspuff hinten. Auspuff. Oder an der Seite. Der an der Seite ist doch auch cool. Hm, schon, so, glaube ich, an der Seite. So vorne raus. Kannst du ja vorne machen. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn höre. Uwe, wo habe ich denn den? Ein Auspuff. Was? Hinten? Warte, dann muss ich mal kurz Seite. Hier. Nee, an der Seite. An der Seite. Warte, vorne hast du den einseitig oder beinseitig? Vorne oder hinten? Nee, also mittig. Aber nur mittig auf. Warte mal bitte. Ja, bei der B-Säule hört er ungefähr hört er auf. Ja. Ich nehme den, oder? Nehmen. Ja, kommt cool. Klar. Ja, ne? Ja. Haut du, das haut echt gut, du. Kommt gut. So. Ja. Kotflügel gibt's nur diese kleinen Bibusse vorne drauf hier. Kotflügelverzierung. Das höre ich auch. Ja, gut. Ja, das muss wahrscheinlich sein, ne? Motorhaube? Ja, klar, es hat noch ein bisschen. Da kommt auch noch einmal, genau. Akzente. Klassisch. Oh! Ansaugtrichter? Ja, das andere war nicht schlecht aus, muss ich sagen, ne? Ja, ne? Ist ja auch so ein Motorblock, so eine Hutze drauf, oder? Alter, was okay. Nicht Hutze. Motorhaube. Ja, ja. Zweifarbige Tafel, Unterseite. Das kannst du es extra machen, oder kannst du es nur einzeln? Nee, das ist alles in der einen drinne hier. Ja, das ist scheiße. Oben drauf ist ja am besten, also machen wir noch eins vor. Nee, ich meine hier, ja, hier das. Das hier? Oder? Hm? Ey, das sieht nice cool aus. Und ja, das ist auch noch so, wie vorne drauf. Ja, haben, so kleine Verzierung hat. Lichter. Weil das hier muss nicht unbedingt sein, das weiß ich nicht. Nee, hab ich das drauf, Uwe? Finde ich das hier eigentlich besser. Was hast du jetzt, ne? Ob der denn so einen Ansaugtrichter hat? Ja. Ja, alles klar. Okay. Ja, aber die hier, ich finde die edel. Mhm. Nehme ich. So, Hupe. Nehmen wir irgendwas, hä? Ja, ich schon gar keine. Also, ich schon. Die Klingel habe ich mir vorher geklingelt. Ja, ne? Hupe kann ja dann jeder machen, wie er denkt. Also, wir zeigen es ja auch nur. So, ja. Hydraulik. Hinten drinne jetzt, ne? Hätten wir eine Chrompumpe. Vierfachpumpen, Penispumpen. Ach, ich nehm jetzt einfach die für 217.000. Genau. So, knallen wir einfach raus die Kohle. So, Innenraum. Jetzt kommt das mit den Verzierungen im Innenraum. Ausstattung. Ausstattungsdesign. Na? Was ist Aufstattung? Ausstattung, nicht Aufstattung. Das sieht gut aus hier, ne? Ja, es hat was, aber da gibt's noch mehr, gucken wir mal durch. So, Luxus Leopardenfell,
Tigerfell. Ja, schau doch nach Camouflage. Camouflage, ne? Aber sehe ich nicht. Tarnfarbe, Tarnfarbe, hier ist es. Naja, sieht aber hässlich aus, muss ich schon mal sagen. Ja? Stark hässlich. Okay. Also, oder? Oder war mal die Dumme zurück? Naja, oh Gott. Kurt oder was? Nee. Guck mal, hier ist Zebra, Tiger, Leopard. Zebra habe ich in meinen Dings drin, in Bonnage, ja. Hier habe ich Leder. Hab ich Zebra. Ah, das ist jetzt komplett Leder. Das war das erste gewesen. War nochmal das erste. Luxus Velour, das ist Velour hier. Machen wir mal durch. Also. Das ist Leopard. Ja. Tiger. Zebra. Krokodilleder. Tarnfarbe. Oh, Digital-Tarnfarbe. Du wissen, was passt wahrscheinlich am besten, das. Das Schwarze, ja. Silber. Ja, ne? Das Schwarze hat mir ganz gut gefallen. Ja, das Leder? Aber das musst du wissen. Ja, komplett genau. Leder. Na, ich will das ja alles eher alles mal zeigen, das heißt, ich gehe immer komplett ist durch. Dann später auch noch ausbauen, Uwe. Ich habe noch keine Kohle, müssen wir erstmal Kohle machen. So, ich habe jetzt hier die Lederstreifen genommen, ne? So. Ausstattungsfarbe. Ja, das mal blau. Blau ist auch nicht schlecht, das ist drin, ne? Hier das Schneetarn, sag ich jetzt mal so. Ja, das Tarnmuster, das komplette, ne? Hellblau. Hellblau. Ne? Oder was? Das war so blau. Blau-Silber. Hm, hier sowas, ja. Ein bisschen zurück. Ja, so, ja, sowas, ja. So hier, Diamantblau hier. Ja, ne, das sieht eigentlich, ja, vielleicht eigentlich nice aus. Ja, ich weiß nicht, aber das Rot passt dann immer innen drin. Also muss ich schon mal entscheiden jetzt. Ja, ja, ne. Was da innen drin ist, Tarnmuster weglassen, das sieht gar nicht so schön aus. Das Tarnmuster? Hm. Auf dem Dach dann, oder was? Hm, ja. Ach so, ist das von innen wie von außen, oder was? Genau. Ach du Scheiße. Ja, richtig. 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 Hättest du das gewusst, ne? Ja. Na, ist egal, wir zeigen das ja. Wir wollen eh alles mal zeigen hier. Ja, wenn du aber dann das Sekundär vorhin, ach so. Ja. Ja, mach mal. Ich lasse das jetzt mal so. Akzentfarbe. Turinerot lasse ich auch mal drinne. So, Verzierungen. Guck mal, dann nehmen wir hier unseren Maharaji-Wackelkopf. Ja, hab ich auch. Ja, ne? Der ist gängig. Ja. Ich zeig mal noch alle hier. Mal gucken. Obwohl der Footballspieler auch ganz cool ist. Und der Aff. Der Aff, ne? Ich wäre hier, für einen Geralt. Dann nehmen wir einen Geralt. So. Armaturenbrett. Ach du Scheiße. Das würde natürlich zu dem von hinten passen, ne? Denn zum Heck. Ja, mach mal. Da ist wie so ein Klon. Ja, das sieht alles irgendwie, ich weiß auch nicht. Ich nehme das hier. So. Irgendwie haben wir die Augen. Hm. Ja. Wir sehen alles so, die Instrumente. Ja, musst du bitte gelb halten, oder? Ja, ja. Oder? Eigentlich ja, ne? Oder rot. Nee, jetzt passt ja nicht, oder? Du musst dich schon mal entscheiden, ich will jetzt sagen, von der Farbe da drin. Ja, ich finde halt, das Gelb ist halt ganz cool. So, hier nehme ich mal den Voodoo-Totenkopf. So, Lenkrad. Lenkrad kommt dann wieder schwarz rein. Oldschool cool. Das sieht doch gut aus. So, Schaltknüppel. Ah, mach ich mal eine 8. Die 8-Ball. Mach ich wieder oben. Ich zeig nochmal alle. Das Auge kannst du nehmen. Das Auge? Nee, ich nehm den Achterkugel. Das bringt Glück. So, Eastside, Westside, Low Sanders. Na, aber die Schilder kennt ihr ja schon aus der Folge Rob und Dan Tune den Van. Wer es da noch nicht gesehen hat, kann da gerne nochmal reinschauen. So. Lichtfarbe nehmen wir dann so ein bisschen. Ja, halt auch ein bisschen gelb. Oh, hier Gold. Obwohl, nee, jetzt muss ich ein bisschen abheben.
Jetzt sieht man den schönen Voodoo. So, wir nehmen ein Licht. Ah, ich kann mich nicht entscheiden. Ich lasse es so. Ich habe es euch ja mal gezeigt. Scheinwerfer. Ja, du wisst ja Bescheid. Xenon-Scheinwerfer, Neon-Kits, Neon-Anordnung erstmal komplett. So, und die Neon-Farbe halt mal ein bisschen mit Gold hier. So. Design. Oh, Dan, guck mal hier, jetzt haben wir das Design. Und die Farben kannst du nicht verändern, oder? Nee, leider nein. Grün sah auch gut aus. Gefallener Engel, na das nehmen wir doch. Also gefällt mir total. Soll ich die Farbe vom Dach nochmal verändern, vielleicht wieder schwarz machen? Na? Ansonsten, Uwe, was sagst du? Ja, nicht schlecht. Ja, ne? Nehmen wir. So. Ja, Schutz vor Diebstahl und Verlust, Nummernschilder, Nummernschildhalter. Ey, finde ich aber richtig cool, ne? Ich sehe aber kein Nummernschild. Wo ist denn hier das Nummernschild? Ach, hier hinterm Ersatzreifen. Das kann ich mir auch sparen. Das sieht eh keiner. Dan und Bob. Tunen und Bob. So, ne. Lackierung hat man ja jetzt. Dach wollten wir nochmal anders machen, ne? Ja. Na toll, da gibt es jetzt nur die hier. Aber du kannst die Farbe ändern, Sekundärfarbe. Kann ich machen. Zieh nochmal kurz die Designs durch, bitte. Warte. Vielleicht passt das, wenn du die Farbe ändern kannst. Okay, ich gehe mal auf Lackierung, Sekundärfarbe, ne? Mhm. Ja, es geht nur der Akzentfarbe. Primärfarbe oder Akzentfarbe? Akzentfarbe, das ist das Innenraum. So. Und dann müssen wir gucken. Na, Dach wäre dann halt nur hier, das ist serienmäßige Dach in der Farbe hier, ne? Sieht ganz schön hässlich aus. Ja. Es versaut alles, ey. Ja. Aber das Dach haben sie echt richtig kacke gemacht. Gott, ey. Ja. Ja, das vielleicht hier. Nee, das ist zurück. Das ist wirklich das Beste noch für Tarn. Das hier? Oder? Ja, ne? Sogar noch mal besser als das hier, oder? Ja. Ja. Nee, kann ich echt nicht ändern. Ah. Gut, okay, wir haben ihn fertig, wir sind durch. Schön. Naja, nicht schön, aber selten. Wie viel Geld bist du losgeworden? Ich bin jetzt, wir waren bei 2.895.000, ich habe noch 1.000.000, also 1.887.000, also eine knappe Million haben wir rausgeschmissen, ne, für die Karre. Bevor okay. Wir rausgehen, haben wir. Ja. So, und da werden wir wieder draußen und dann haben wir jetzt mal den Vergleich. Okay. So, jawohl. Dann pimp ich den mal hoch. Ein Stopp. So. Ja, fahren wir mal zu unserem 12 oder was? Ne, wir können das doch gleich mal hier machen. Macht mal eure Motorhauben auf. Alle Türen und dann zeigen wir mal. Aua. Warte, wie geht das dann nochmal? Lange aufs Touchpad. Touchpad. Und dann Fahrzeugtüren alle. Genau. Richtig. So, dann machst du mal einen Motor ein. So. Jawohl. Neonlichter ein. So. Tja, also, seht ihr jetzt großen Unterschied, warum das Auto über 1.000.000 kostet?
Ja, es ist so, der Teufel liegt ja am Detail, ne? Ja, mhm. Das stimmt auch wieder. Ist das Licht angemacht? Oh. Du kannst dann bei Fahrzeug fernsteuern und dann kannst du das Licht anmachen. Ach so. Also hier seht ihr nochmal, der Dan hat hier den Ansaugstutzen. Und wir haben dann eben dafür die... Wir haben dafür eben die Motorhaubenverzierung. Das mit den gefallenen Engeln, ne? Diese Lackierung. Wenn da der Ansaugstutzen durchgeguckt hätte, das hätte gar nicht mehr gut ausgesehen, ne? War schon ganz gut so. Jo! Jungs. Laufen wir noch mal eine Runde hinten rum? Aber, also meine persönliche Meinung, naja, eine Million... Okay. Ich kann mein Licht nicht einschalten. Ich muss den Motor starten. Richtig. Oh. Jetzt. So. Ja. Na gut. Jungs, dann war eine ziemlich ausgedehnte Folge für ein Auto. Ja, aber lohnt sich doch. Aber, also ich fand's recht lustig mit euch. Wir danken fürs Einschalten. Wir hoffen, euch hat die Folge genauso gefallen und genauso Spaß gemacht wie uns. War ein bisschen durcheinander, aber ja, ihr kennt uns ja. Wir wünschen euch noch einen wundervollen Abend und ja, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Absturz zockt GTA Online. Tschö mit Ö. Ciao.